So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Team Rocket Edition. Ich bin jetzt zurück aufs Schiff gegangen. Und ja, es wird Zeit, dass wir den Captain bedrohen. Also. Chesty. Ich wollte Misty sagen. Fell. That's us, James. I just got down whipping the Captain of the ship. This Pokémon were pretty soft. But no but to match for me. So, what about you? Do you still think and you can beat me? Let's go! Jetzt will sie also wieder kämpfen. Die hat wohl nichts gelernt bei ihren vorherigen 1000 Niederlagen. Und deswegen meint sie jetzt, sie muss uns nochmal gegenübertreten. Na gut, erfüllen wir einfach mal ihren Wunsch. Die hat noch ein Radikal. Und wir haben PY. PY, Psybeam. Focus Energy, Radikal, ja, Radikal stimmt ja, aber Radikal, ich wollte schon, egal. Ja, tschüss Radikal, du nervst, deswegen musst du sterben. Okay, vier hatte noch, ein Doti hatte. Haben wir irgendwas gegen Doti, irgendeine sehr effektive Attacke? Friseure funktioniert nicht, ist, also ich muss mir noch an die Namen gewöhnen, ich hab bis jetzt so gewohnt mit den neuen Namen jetzt, das heißt, ja, ich weiß nicht auf dem ersten Schlag, welches Pokémon was heißt. So, PY used Psybeam. Okay, Dodrio ist down. Jetzt kommt Golbat, perfekt für PY als Gegner. Und danach hat sie ihr Snobilicata, glaube ich, hat sie genommen. So, Golbat. Und Tschüssikowski. So, jetzt möchte ich deinen Snobilicat sehen. Was, der hat immer noch einen Mauzi? Sag mal, willst du mich verarschen? Das hätte schon längst ein Snobilicat sein können. Das weißt du schon, gell? Naja, Noobs gehören bestraft. So. It hurts itself in his confusion. Gut, dann machen wir schnell fertig. PY erledigt alle Gegner von alle Pokémon von Chelsea mit einer, okay, ein bis zwei Attacken. Aber es ist PY. Es hat Level 38. Psychic, also Psychokinese lernt jetzt, super. Okay, vergessen wir Konfusion. Oder was kannst du alles? Confusion, Disable, Psybeam, Recover. Ich, wie gesagt, ich vergesse Konfusion. PY lernt Psychic. James defeated Chesty. At least you're raising your Pokémon. Und 47. Sick hype dahin, was a Gott trainer Butt. He was a Wimp. After I bad bert him, he was so skrarit. That he was going. Hurt him sat him sat he offered me and HM. Okay, teilen wir den mal einen Besuch ab. Was steht denn da? Na gut, kennen wir aus der roten und der gelben Edition. It looks like a map. Es sieht aus wie eine Karte. This ship is going to Johto. Dieses Schiff fährt nach Johto. Oh no, not again. I can fight. My Pokémon are all worn out. Some girl just wiped them out. She was in Team Rocket, just like you. Und ich mach kurz Pause. Why are your people doing this to me? Listen, just take this and leave me alone. I only had two and I just got the only five my other one. Teach it your it to your Pokémon. Jetzt gibt er uns der Schneider. James got HM1. What do you want? I already gave you all that I had. Was willst du jetzt noch? Ich habe euch alles gegeben, was ich habe. Der könnte uns leid tun. Nein, tut er nicht. Wir sind Team Rocket. Pokémon sind nur Kriegswerkzeuge.
Gut, verlassen wir jetzt dieses Schiff, das uns lang genug aufgehalten hat. Ich möchte nie mehr wieder auf dieses Scheißschiff gehen. Tschüss, Tschüssikowski-Schiff. Jetzt möchte ich mir mein Ding jetzt holen, mein Carpador. Mein sechstes Team-Pokémon, jetzt sei es einfach mal. Jetzt fährt das vierte Schiff weg. Ach, wie schön. Es haut ab vor Team Rocket. Aber es kann sich nicht ewig vor Team Rocket verstecken. So, welches Pokémon wollen wir denn Zerschneider beibringen? Haben wir irgendein anderes Pokémon gefangen, was wir Zerschneider beibringen können? I must look. Haben wir vielleicht ein anderes Pokémon? Ich glaube nicht. Ne, wir haben nicht so viele gefangen. Ne, wir haben gar keine. Wir brauchen ein Pokémon, das Zerschneider kann. Und ich möchte es ungern eins unserer Team-Pokémon beibringen. Was tut man nicht alles für ein läppisches Carpador? Haben wir Bälle? Ja, wir haben Bälle. Wir haben ja noch im letzten Part welche gekauft, um PY zu fangen. So, dann fangen wir jetzt hier ein paar Pokémon. Oder in dem Fall nur eins, das zerschneiden kann. Die anderen sind mir eh egal. Und es erscheint ein Pokémon, welches ist es? Bibor? Ja, Bibor kann zerschneiden, da bin ich mir sehr sicher. Also fangen wir es. Hoffentlich überlebt es eine Psychokinese. Ah, die ist sehr effektiv. Warum ist es? Stimmt, Gift. Psycho gegen Gift, okay. Fail. Jetzt muss ein weiteres Pokémon auftauchen. Na bitte, schon wieder Mieber. Aber jetzt benutze ich nicht Psychokinese, weil es sonst Mieber killen wird. Psybeam ist mir oben ein bisschen zu riskant. Ich wechsle mal zu Dragonier. Pine Missile, was ist denn das? Egal, ein Status-Effekt ist immer gut, um Pokémon zu fangen. Das ist Duo-Nadel. Eine der Attacken, die ich nie kannte, ist zur roten Edition, wo da der Typ da sein Level 70 Bibor mit dieser Attacke hatte. So, jetzt wird es gerappt. Gerappt wird dieses Beedrill. Beedrill. So, jetzt wird es gerappt. Jetzt wird es gerappt. Ah ja, heute ist übrigens kein Spiel, kein Fußballspiel. Weil es ist jetzt, das nächste Spiel ist jetzt das Viertelfinale. Und bis zum Viertelfinale sind noch 2 Tage Pause. Und diese 2 Tage werde ich damit verbringen, Let's Plays aufzunehmen. Cryostasis habe ich erst gerade gemacht. Und ist auch schon fast fertig. Das Let's Play. Jetzt muss ich ja nur noch einen kleinen Mini-Boss machen. Und dann noch ein bisschen durchkämpfen und dann kommt der Endboss. Ja, dann haben wir das Let's Play eigentlich schon, das Cryostasis Let's Play. Aber jetzt zurück zum Pokémon Rot LP oder zum Heck, sag ich mal. Ja, das ist immer noch dabei, dieses scheiß Bibo zu fangen. Ach ja, wenn ich Cryostasis hab, dann werde ich statt Cryostasis, ja, Minecraft werde ich dann fertig machen. Dann wird es nur noch Minecraft und Pokémon geben. Und wenn ich Pokémon dann später fertig habe, werde ich ein paar. Soll ich Teamfortes machen? Ja, werde ich ein paar Teamfortes-Parts machen. So 10 Stücke und so. Und dann. Mal schauen, vielleicht fange ich dann Yu-Gi-Oh! 2010 an oder so. Das werdet ihr dann schon sehen. Auf jeden Fall möchte ich kein neues Computerspiel-Let's Play anfangen, bis wir Minecraft fertig haben. Ich könnte Minecraft aber auch pausieren, aber dann haben wir es wieder, wie bei Cryostasis, wieder so viele Projekte offen und das möchte ich allerdings eigentlich nicht. Welcome to our Pokémon Center. Schnauze, ich bin Team Rocket. Und bin ich jetzt dahin gerannt, egal. Wir sollten langsam mal ein paar Sachen auf die Box ablegen.
Sorby Drill, du lernst jetzt Trying to Learn Cut. But really, yeah. Boah, Focus Energy. Speedrill forgot Focus Energy and Speedrill learns Cut. Cut. Ein Cutter. So, Quatsch, wir wollten ja ein paar Items ablegen und keine Pokémon. So, die Town Map behalten wir noch. Die Rare Candies heben wir uns für den Schluss auf. Die TMs lagern wir auch noch ein, weil die brauchen wir noch nicht. Die werden wir erst verwenden, wenn wir. Stimmt, wir haben ja bald unser neues Team-Pokémon. Okay, jedenfalls legen wir die Waffe ab, die brauchen wir nicht mehr. Nein, jetzt habe ich die Karte versehentlich abgelegt. Verdammt. Na gut, legen wir VM1 auch noch ab. Die werden wir auch nicht mehr brauchen. Und jetzt nehme ich mir die Karte wieder mit. Wo ist die Town Map? Hier. Okay. So, und jetzt holen wir uns endlich einen scheiß Carpador. Ich wollte schon seit 10 Parts oder so einen Carpador haben und ich habe immer noch keins. Aber jetzt holen wir uns endlich eins. So, tschüss. Ich möchte eine Angel. Gibst du uns eine Angel? How did you get in my house? Please don't hurt me. Take anything you want. Here, hold this. Von der kriegt man nur das Fliegen. Ich will doch kein Fliegen, ich will eine Angel. Gott verdammt. Wir werden niemals unser Carpador kriegen. Das wird so herausgezögert, bis wir schwarz werden. Alter, ich will eine Angel. Na gut, zusammen zu Schneider. Jetzt durchsuche ich nochmal alle Häuser, vielleicht finden wir sie in einem Haus. Nein, das ist nicht. Das sieht aus wie ein Angler. Und ich weiß, wie ein Angler aussieht. Nein, das ist der Pokémon-Fan-Dingstar. Fanclub. Das ist das PC. Oh mein Gott, kaum zu übersehen. Und warum gehe ich da überhaupt rein? Egal. So, dann benutzen wir jetzt den Zerschneider, um ein paar Sachen zu zerschneiden, um neue Orte zu erreichen. Aber wenn wir schon hier sind, na, machen wir jetzt die Arena. Wir haben ja gerade jetzt eine Ordnung und wir sind schon sehr weit. So, dann von der Logik her müssen die Elektro-Pokémon einsetzen. Ich schau mal schnell und frag den. Das ist der Electric Gym. The leader is Sergeant Bolts. He is probability the strongest trainer you will face. Outside of Pokémon, of course. I wouldn't use flying or water Pokémon here. Good luck. I hope you have ground Pokémon. There is an early congratulations. Oh mein Gott. Was setzt man denn jetzt gegen Elektro ein? Frisäure wäre ganz gut. Rex könnte man auch einsetzen. Aldun Junior. PY. Ja, wir können alles verwenden. Wir haben ja keine Flug-Pokémon. Bis jetzt. Später werden wir einen Dragoran haben. I'm all like the whites. But I'm good with electricity. Das ist ein Rocker, glaube ich. Jawohl. Na, machst du Rammstein? Rocker? Hä? Gott, ja. Wollte mal gegen Frisäure. Verpassen wir eine neue Frisur. Razor, oh mein, warum geht Razor Leaf daneben? Ich habe nie erlebt, dass Razor Leaf daneben geht. Oder fast nie. Ein Rückblick auf Skype Let's Play. Hier der zweite Tag ging daneben. So, tschüss, Voltoball. Mein Ex-Lieblings-Pokémon. Aus der ersten Generation. Jetzt ist mein Lieblings-Pokémon aus der ersten Generation Mew. Warum Mew? Ganz einfach, ich mag Mew. Im Pokémon-Film Mew gegen Mewtwo war, fand ich total lustig. Wo es auf diesem Windrad da runtergeschampt war, das fand ich echt lustig. Oh, das Kind schon. Ja. Würde gehört, ja. Oh Mann, Ultraschall. Ultraschallbilder willst du haben von Frisäure? Oh mein Gott. So, hier. Rasierblatt auf Magneton.
Okay, was kommt jetzt? Ja gut, ein Level Up für Säure. Pikachu, natürlich. Klauen wir einfach das Pikachu? Nee, tun wir nicht. Oder wollen wir es nachkommen? Pikachu, ich fang dich jetzt. Ah. Nice try, Rocket. Ach, ich finde es so lustig. Na gut, Razor Leaf. Ja gut, er erhöht nur seine Initiative. Kann ruhig machen. Wenn wir ihm eine neue Frisur verpassen. Obwohl Pikachu gar keine Haare hat. Johohohoho. Okay, Pikachu hätten wir. Gut, jetzt kommt der andere. This is no place for kids. Das ist kein Platz für Kinder. Sehe ich aus wie ein Kind? Ich bin einer von Team Rocket, Alter. Sailor wants to fight. Na toll, Magnetillo. Ah ja gut, lass mal Sansine draußen. Sansine kann mit dem Pflanzentyp einen guten Vorteil erringen. Eigentlich wäre die Attacke nicht sehr effektiv, aber das ist hier die erste Generation. Da sind die Typen noch anders verteilt. So, Electro Dude, das ist Electric, kann das sein? Keine Ahnung. Nee, das ist Elektroball, genau. Ich spiele momentan privat Blaze Black, also Pokémon, nee, Worldwide spiele ich. Also Volt und White. Und da habe ich ein Elektrodude im Team. Elektrode meine ich. Ja, und das kann richtig gute Attacken momentan. Habe gestern noch das Attackenset ein bisschen verbessert von meinem Team Pokémon. Und da habe ich zufälligerweise auch ein Vulcano. Aber es hat sich noch nicht entwickelt. Ich bin da gerade beim siebten Orden dran, ne? Beim siebten Orden bin ich da dran, ne? Ja. Und da habe ich schon Vulcano Level 53. Ich möchte es allerdings nicht entwickeln. Also noch nicht, weil Vulcano mit Level 60 Flammenblitz lernt. Und wenn man es entwickelt zu Akani, dann lernt es keinen Flammenblitz mehr. So wie auch in dieser Edition. Allerdings gibt es hier in dieser Edition keinen Flammenblitz, sondern nur Flammenwurf als stärkste Attacke von Vulcano. Electek. Na gut, eine neue Frisur für Electek. Karin kann ich arrangieren oder in dem Fall Frisäure. So, bitteschön. Ah, sogar ein Volltreffer. Na gut, das ist immer ein Volltreffer. Also was reicht da überhaupt? Hm, und jetzt Acid, also Säure. Der Friseur nimmt jetzt ein bisschen Acid. Okay. Und den Trainer hätten wir auch erledigt. Sonst sind wir levelt hier auch ganz gut eigentlich. So, was ist denn das hier? Na egal. Ja, das soll wahrscheinlich das, diese Abfalldinger da darstellen. Diesen, ja, ihr wisst schon, im Original, da gibt's hier, muss man die Abfalleimer durchsuchen, bis man zwei Schalter gefunden hat, die dann so ein Ding das hier öffnen. Anscheinend konnte der Macher das hier nicht entfernen, weil es anscheinend ein Event-Dings ist, ein Event-Baustein. Und hat stattdessen die Arena so konstruiert, dass man da außen rumlaufen muss. Wollen wir speichern? Nein, natürlich nicht, wir schaffen es locker. Hey, Kainz! What do you think you're doing here? You won't have a good shoot against me? That's for sure. Actuality, if you beat my trainer, switch me, you might be something. Well, find out, son, and us. Ich sollte vielleicht mein Spaßenglisch mehr sprechen, das ist lustiger. Sergeant Bolt wants to fickt. Ja, fickt. Okay, Magneton zum Glück nur, es hat ein schwaches Level, Level 34, ich dachte es hat schon Level 40 bis 50. Naja, gut, dann kann ich froh sein, dass es nur ein 34er ist. Vielleicht kann er versteckte Attacken dafür, wie Donner oder so. Sonic Boom, na, das ist doch nur Ultraschall, was ist mit Ultraschall? Das ist doch eine Kackattacke. So, hier, Razor Leaf. Wir sollten uns vielleicht auch ein Vogel-Pokémon fangen, dann können wir in alle Städte zurückfliegen. Ich glaube, das werde ich dann nach der Arena machen. Und für Säure erreicht Level 43. Was kommt jetzt? Elektroball. Ich verstehe im Elektrik, wenn ich Elektrode lese.
Na gut, unser Training hat's voll gebracht. Jetzt haben wir einen riesigen Vorteil gegenüber auch den Arenaleitern. Arenaleiter. Obwohl, ja, so solche Level hatten auch die Trainer in dem Schiff. Also, der hätte stärker sein müssen, der Arenaleiter. Ich hätte einen 40er gegeben. Muss ich schon sagen. Naja, gut, kann man nichts machen. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Raichu nehme ich an. Jawohl. So, Raichu. Möchtest du auch eine neue Frisur wie Pikachu haben? Kann ich auch arrangieren. So, jetzt kriegt das Raichu auf die Schnauze. Ah, pretty good. Also, das ist doch ein ganz leichter Kampf für uns. Das schaffen wir locker. Ohne Probleme. Und obwohl wir sogar noch gegen die Trainer vor dem Arenenleiter bekämpft haben. Unser Sanzin hat alle Elektro-Pokémon neue Frisuren verpasst. Boah. Jure, Serial, Deal, Kid. Finde den Tage de Funderbartge. James Gott 3762 for winning. De Thunderbartge reises your Pokémon Speed. It's also let's your Pokémon flee. Any time, Kid. Jure Spezial. Kids Tage des James Recaved. Ja, Recaved. Das ist ja Thunderbolt, Donnerblitz bringen wir Smogmog bei. Und das sofort. So, Kiffer, du lernst jetzt mal Thunderbolt. Auch wenn ich nicht glaube, dass Kiffer so einen hohen Spezialangriff hat. Doch hat. Ich weiß gar nicht. Naja, vergessen wir Smog. Smog ist kacke. Okay. So, lassen wir die Arena. Die leichteste Arena ever. So, was hast du zu sagen? He lost it all in the war. Er hat alles im Krieg verloren. Gut, jetzt haben wir schon mal unseren dritten Orden, beziehungsweise unseren zweiten Orden erst. Nice. Okay, jetzt möchte ich ein Pokémon fangen, das Fliegen beherrscht. Tauboga wäre zum Beispiel ganz gut. Und ich weiß, wo man Taubogas fangen kann. Allerdings müssen wir jetzt nochmal zurück. Ich schau mal schnell auf die Townmap. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Okay, dann geht's ja nur, zurück. Passt ja, wir müssen eh zurück. Also gut, laufen wir zurück. Aber zuerst ab ins Pokémon Center, auch obwohl unsere Pokémon nicht so viel Damage bekommen haben, möchte ich trotzdem ins Pokémon Center, bla 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 bla, okay. So. Und zurück geht's nach Blub Blub Town. Ich hätte mir Schutz kaufen sollen, dann könnten wir jetzt die ganzen wilden Pokémon überspringen. Nein, Snappo kann kein Fliegen, falls ihr das denkt. Ich glaube, ich sollte hier Vulcano trainieren, hier gibt es viele Pflanzen- und Käfer-Pokémon. Und wir wollen ja auch schließlich bald einen Arcani haben. Also, na, Pival hat auch erst Level 38. In dieser Höhle, da wo wir Pival gefangen haben, könnten wir auch ganz gut trainieren jetzt eigentlich. Aber noch nicht jetzt. Erst müssen wir zurück zur Blub Blub Town, auch wie es genannt, Zafone City Fake oder wie auch immer. So, das ist das letzte Mal, dass wir auf diese Route laufen, wo ich sehr viel trainiert habe. Und auch sehr viel, ja, zurück zum Attacken. Zum Namenbewerter gegangen bin. Das ist das letzte Mal. Ember. Ember ist doch zu schwach für Rex. Na gut, egal.
glaube, ich speede. Soll ich speeden? Ne, komm, wir müssen ja diesen Weg laufen. Ich speede jetzt in dem Fall nicht. Wir haben ja noch Zeit in dem Let's Play. Ich weiß, Cryostasis ist fast fertig, aber wir haben ja Zeit in diesem Let's Play. Das passiert ja nicht. Geodude. Geodude. Graveler. Ich grab mich mal in die Erde rein. Oh, ich dachte, jetzt setzt das Finale ein. Das wäre jetzt lustig gewesen. Jetzt aber kein Finale. Steinwurf. Oh, zieht trotzdem so viel ab. Auch wenn Steinwurf nicht eine besonders starke Attacke ist. Aber sie ist sehr effektiv gewesen. Und das, ja, das war's, was Rex jetzt gerade so in Schwierigkeiten gebracht hat. Golbats. Hallo Golbats. Na, wie geht's denn so? Er ist ein guter Gegner für PY. Gift gegen Psycho, ihr kennt es bereits. Oh Mann, ich hasse Verwirrung. Ihr Psychokinese. It hurts itself and hits confusion, ja toll. Oh, die Attacke wäre sehr effektiv in anderen Pokémon-Spielen. Okay, Golbat hätten wir. So, weiter geht's nach unten. Hier, hallo Kleinstein, hier ist dein Kleinstein. Will you do the apparent? Ah, weißt was, ich habe keine Zeit, um gegen Kleinstein zu kämpfen. Gegen Georox und Golbats kämpfe ich gerne, aber gegen Kleinsteins und so, ne. Und gegen Macholus, ne. Also tschüss, ne, Macholo. Alter, weißt was? Ich hab keinen Bock mehr auf die Höhle. Tut mir leid. So, tschüss. So, wir sind wieder in Safrona City, beziehungsweise Blub Blub Town. Und hier gibt's auch eine Arena. Dam, dam, dam. Ja, 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 ja. Komm, nerv nicht mit deinem. Wir müssen deine Pokémon heilen. Der Bulle blockiert immer noch diesen Weg, dieses Haus. Alle Häuser sind blockiert. Auch hier, obwohl hier ein Zerschneider-Dings ist, dass wir eigentlich zerschneiden könnten. So, aber ich habe noch einen Busch gefunden, den wir zerschneiden können. Habe ich noch in Erinnerung, und zwar müssen wir jetzt wieder zurück in eine Route rein. Und zwar hier auf diese Route. Hallo Zwilling, hallo Zwillingsbruder, ich hab dich ja nicht gefunden. Hallo ABCD. Er hat sich verwandelt, er ist ein Transformer. Oh mein Gott. Ah ja, hier ist es, genau. So, Beedrill, cut. So, ich hoffe, hier kriegt man jetzt endlich unsere scheiß Angel. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich liebe Fishing, obwohl ich es nicht tue, aber egal. Ah, Angel Road. Ja, 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 ja. So, und jetzt möchte ich mir einen Tauboga fangen und nochmal zurück in die Stadt fliegen. Na toll. Wie schnell wachsen die Büsche hier? Die haben bestimmt irgendwie so ein Wachstumsmittel, die Japaner hier. Damit alle Büsche sofort wieder nachwachsen. Wahrscheinlich, weil alles verstrahlt ist. Ne, nichts gegen Japaner. War nur ein Witz gewesen, ja. Ein Ausländerwitz. Ich mache gerne Ausländerwitze. Obwohl ich kein Rassist bin. Und kein Nazi und was weiß ich, was es für noch für Schweine gibt.
So, ich habe sogar noch einen Witz über Deutsche. Also ich sage jetzt mal einen Witz über Deutsche, als Ausgleich, ne? Wegen den Japanerwitz. Was hängt der Müller an Podolskis Haken? Ein Kreuz. Okay, wir fangen uns einen Tauburger und dann fliegen wir zurück und fangen uns endlich einen scheiß Carpador. Razav ist kein Tauburger. Tschüss. Ah, endlich. Endlich zwei Pokémon. Na toll, es float away. Tschüss, Radikal, ich hasse dich. Vulpume, ich hasse dich. Radikal, ich hasse dich. Radikal, ich hasse dich nochmal. Vulpume, ich hasse dich nochmal. Hallo, Tauburger. Na gut, Ibita geht auch. Und Ibita kann auch keinen Wirbelwind. So, Ember. Aua. Fury Attack tut weh. Aua. Fury Attack tut nochmal weh. Fury Attack tut nochmal weh. So, jetzt hier ein Superball. Wie viel haben wir eigentlich noch? 7 Stück. Einmal. Zweimal. Fail. Mirror Morph. Und er setzt Glut durch ein. Also das ist das Spiegeltrick. Ich setze die Attacke ein, die wir eingesetzt haben. So, hier. Superball. Jetzt bleibe in dem Ball drin. Okay. Jetzt können wir auch zurück nach Blub Blub Town fliegen. Ich meine nach Angel, nach Electro City Dings da, ne? Ihr wisst schon, die Stadt mit dem Schiff, von der wir gerade gekommen sind. Und dann steht da bestimmt dran, wir benötigen einen Orden. Auf sowas kann ich verzichten. Ich will keinen Orden dafür brauchen müssen. Das da. Achso, ja, wir müssen zuerst eins ablegen, stimmt ja. Nein, nicht Drex, wir legen Bibo ab. So, und jetzt nehmen wir Firo mit Ibitak und bringen es VM2 bei. Hier Firo. Ich sollte jetzt auch nicht so viel speeden. So, hier. Mod Ferro can land more than 4 moves. They let an other move to make Robin to verflüh. Ich vergesse mal leer. Also, Silberblick. Okay. Hoffentlich können wir es verwenden. Wenn nicht, bin ich sehr stinkert. Also, Firo. Ah, du kannst fliegen. Cool. Na gut, fliegen wir hier zurück. Und angeln jetzt ein bisschen, jetzt da wir die Angel haben. Soll ich noch schnell anmarkieren? Okay. So, let's angel. Nein. Ah, jetzt habe ich mich vertippt. Entschuldigung. Hier, so, angel. Not even a nipple. Was, Nippel? Ja. Nicht mal ein Nippel geangelt. Was ist denn das hier für eine perverse Scheiße hier? Krabi, du bist leider kein Carpador. Aber man kann mit einer super, mit einer, das ist glaube ich eine Profi-Angel, kann es sein? Nein, jetzt müssen wir nochmal das ganze Ding markieren. Angel Rods. Stellen wir es erstmal an erste Stelle. Zack. Aha! Und? Was kommt raus? Ah, Krabi, du nervst. Weißt du es? Na komm, ich probier's noch einmal und wenn wir es nicht schaffen, dann mach ich das im nächsten Part. So, hier, Angel Rod.
Na, also geht doch. Okay. Ein Krabi. Kennen wir ja, ne? Sind wir total noch nie begegnet. Wobei klingt es eigentlich auch nicht so schlecht, aber ich weiß nicht. Vielleicht werde ich das statt Gyarados ein anderes Team-Pokémon nehmen. Und das werde ich mir währenddessen überlegen bis zum nächsten Part. Und dann werde ich euch im nächsten Part sagen, welches Pokémon wir ins Team holen. Und ja, fürs Erste beende ich jetzt den Part. Und dann schauen wir nach, welches unser letztes Team-Pokémon sein wird. Es wird auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon sein, das kann ich euch versprechen. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Part, Leute. Servus!